Der Titan schwor, das Universum vor Chaos und Leid zu schützen. Doch mit der Zeit verging jenes Gefühl und die Zweifel über den Sinn seines Tuns überkamen ihn. Eines Tages schwor er diese Aufgabe ab und die Verbreitung von Tod und Chaos waren alles, was ihn noch antrieb. In jenen Tagen, als die brennende Legion geboren war, muss es gewesen sein, dass der gefallene Titan auf das Volk der Elder aufgezogen. Es war flüsternd in ihren Köpfen, als dieses schöne Wesen, was aus reinem Licht zu sein schien, ihm dieses Angebot unterbreitete. Macht, unendliches Wissen und neue Wege, die gefolgt, waren die Verheißungen dieser Sprache. Und im Gegenzug verlangte es nur Gefolgsamkeit und Loyalität. Die Anführer der Elder, Hildegard, Ashimandu und Raven, lauschten waren fasziniert von den Anzeichen. Doch während seine beiden Freunde gierig zuhörten, überkam Bane Zweifel an diesem Angebot. Er suchte die uralten Steine von Atamal und meditierte. Und wie immer bekam er seine Antwort. Was er sah, schockierte ihn. Sein Volk war missgestaltet. Es schien zu Manari zu werden, was so viel wie unnatürlich hieß.